Riesenlupfer. Markieren Sie ca. 20 Meter vor dem Tor eine Hütchengasse. Am Ende bauen wir uns mit Stangen oder Bändern einen Wassergraben, den es später zu überwinden gilt. Legen Sie hinter dem Graben einen Halbkreis aus 6 Reifen in Richtung Tor. Die Kinder führen nun den Ball mit dem Spann durch die Hütchengasse, stoppen ihn vor dem Wassergraben und versuchen ihn dann darüber zu lupfen. Im Anschluss springen sie hinterher, nehmen den Ball in die Hand und durchlaufen den Reifenhalbkreis. Der Ball soll mit der Sohle geführt und mit dem schwachen Fuß über den Graben gelupft werden. Die Reifen durchlaufen wir wieder im Rhythmus Laufen, Springen, Laufen.